Hey ho, Spiel, Spaß und viel Schokolade. Hier im Fußballmanager 13 Let's Play mit den Zebras. Wir sind im Textmodus-Spiel gegen VfR Aalen. 15. gegen den 3. Wir natürlich Favorit vielleicht in dieser Situation, lassen aber natürlich auch ein paar Kräfte spielen, die sonst nicht vielleicht zum Einsatz kommen, weil schlicht und einfach hier auch ein schwächerer Gegner vorliegt und wir da einfach auch nochmal die Chance haben, Leute einzustellen. Ja, was will der Koch? Überlegt, ob er den Ball nach vorne schlagen soll. Ja, komm, perz den Ball nach vorne. Zack, komm. Und? Ne, nicht wirklich. Geil. Sauber. Ist das geil. Also, Koch überlegt an der Mittellinie. Da ruft Allerich Gaming irgendwas auf das Spielfeld. Der Spieler schlägt den Ball daraufhin einfach weit nach vorne. Jovanovic nimmt mit ihm mit der Brust an, setzt sich gegen Tim Kister durch und verstreckt in die lange Ecke. Boah, sauber. Geil. Ja, super. Da haben wir auf guter Stelle super Entscheidung getroffen, dass der Koch einfach mal nach vorne schießen soll, den Ball. Und können wir uns direkt nach 12 Minuten oder nach 11 Minuten in Führung bringen. Gut, weil VfR Aalen dadurch vielleicht ein bisschen nervöser wird, die Räume öffnen muss und wir einfach auch da vielleicht nochmal Chance haben, Tore zu machen. Wird das 0:2? Etwas ungenaue Reingabe von Bevorovic, aber da Silva bekommt der Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Bernhard hat aber die Probleme und pariert sicher. Hat keine Probleme und pariert sicher. So. Aber direkt im Anschluss Domoschitzki. Ja, Rotation bringt das manchmal. Da sind die Leute vielleicht, die Spieler, heiß auf zu spielen und sich daraus hervorzutun. Möglichkeit für den MSV Duisburg. Brosinski legt den Ball aus der Mitte gut ab. Auf der linken Seite durchgebrochen im Valery Domoschitzki. Der sieht freistehend. Der zieht freistehend an der Strafraumgrenze ab und versenkt den Ball unhaltbar im rechten langen Eck. Ja, wir sind im Powerplay, 0:2 nach, weiß nicht, 31, 39 Minuten jetzt. Gute Sache, wir sind hier auf einem guten Weg, vielleicht wieder 3 Punkte einzufahren, die uns vielleicht helfen. Oh, währenddessen hier wieder eine Glanzparade ist, immer schaffen es die gegnerischen Torhüter mindestens einmal im Textmodus eine Glanzparade gegen uns zu schaffen. Schlimm. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Das ist besonders tragisch, wenn man natürlich zurückliegt oder knapp zurückliegt oder auch einfach mal in Führer gehen möchte. Abdullah derzeit nur mit einer 4, Hansi Hoffmann hat eine 1. Natürlich Domoschitzki, Jovanovic schon 2 vorne. Und vielleicht können die Jungs auch nochmal hier ein bisschen anpacken in der zweiten Halbzeit. Besonders die, die ein bisschen schlechter drauf sind. Geben wir den Jungs natürlich nochmal mit hier. Wolze nochmal motivieren. Derzeit keine gute Leistung. Da Dulla auch ein bisschen nicht. Aber vielleicht können die einfach auch nochmal sich da hervortun. Ja, wen nehmen wir noch? Ja, komm, Jovanovic, der alte Herr. So alt ist er nicht. Ja, aber im Vergleich zu den anderen vielleicht. Wir sind weiterhin im Powerplay. Super Sache, weil wir da einfach auch nochmal für die Abwehr ein bisschen den Ärger und auch den Gegner fernhalten können. Und wenn wir weiter natürlich hier Powerplay machen können, können wir es einfach auch hier einfahren, die 3 Punkte. Das wäre eine schöne Sache. 54 Minuten. Ich lasse die ganze Mannschaft auf jeden Fall einstellen und rufe gleich nochmal Konzentration rein vielleicht. Aber erstmal die Aufstellung nochmal eben überarbeiten. Moment. Geht's nochmal ein bisschen voran? Ne, geht nicht voran. Doch, 1 Minute ist vorangegangen. Ja, nehmen wir die Chance mal wahr. Wo kann der Bertel denn noch spielen? Hm. Das ist natürlich jetzt die Frage. Kann der Brandi spielen? Ja, nur rechts. Brandi und Bertel lassen wir jetzt mal hinten linke Verteidiger spielen. Da müssen wir nochmal. Die linke Seite hat heute noch nicht so wirklich die Leistung gezeigt. Schukalo tun wir aufgrund des Rotationsprinzips nochmal rein, damit der Koch auch mal wieder ein bisschen sich nochmal ausruhen kann. Vielleicht. Vielleicht fürs nächste Spiel hungriger wird, wie man hier beim Domoschitzki vielleicht gesehen hat, der jetzt einfach reingekommen ist für Jasula und direkt das Tor macht. Und wir machen das 3:0. Haha, sauer! Schon wieder Jovanovic. Ja, hat sich auch wieder ausgezahlt, da mal im Sturm auch wieder zu rotieren. Jovanovic ist einfach heiß auf das Spiel gewesen. Ecke von rechts von Da Silva. Domoschitzki kommt im Anschluss an die eigentlich missglückte Ecke zu einer weiteren Flanke. Jovanovic mit großer Dynamik vor Aydemir. Am Fünfer erwischt.
absolut unhaltbar ins linke Eck. Ich sag mal, die Sache ist gelaufen. Aber wenn man jetzt auch nochmal zurückdenkt an das Spiel gegen St. Pauli, kann man auch einen Vorsprung von 2 Toren mindestens zurück, also verlieren. Oder einfach auch wieder egalisieren. Deswegen müssen wir weiter hier dranbleiben, sind weiter im Powerplay, haben jetzt eine Großchance und oh, Jovanovic macht das Spiel schnell und legt den Ball nach rechts zu Brosinski, der aus vollen Lauf hoch vors Tor flankt. Bernhard lenkt das Seeler in höchster Not zur Ecke. Jetzt kriegt man auch noch einen Lattenschuss. Oliver Barth von VfR Aalen hatte ihn an die Latte gelenkt. Gute Noten besetzt. Werden wir natürlich sehen. Oh, was ist das denn? Schon gerade ansetzen hier und Jovanovic macht seinen Hattrick. Ja, klar. Oh, wunderbar. Ziehen wir allen hier nochmal schön ab. Das bringt uns natürlich auch in der Form wieder voran, weil die Jungs einfach hier wieder neue Selbstvertrauen tanken oder auch einfach nur zufrieden sind. Moral, Push, sehr schön. Ecke wieder Ecke von Da Silva. Barth klärt zunächst. Dann gewinnt Sirigu einen Zweikampf gegen Bosinski und befördert den Ball vor dem Strafraum. Doch der Ball kommt vor die Füße von Domoschewski, der nimmt ihn an und entschlossen abzieht. Jovanovic steht in der Schussbahn und fällt den Ball in der Hacke ab. Tor. Und wieder, ich komme gar nicht so schnell hinterher, wie die Chancen jetzt von hier von uns kommen. Waren nämlich schon wieder Aluminium-Treffer von uns. Also, wir hätten hier auch mal locker 6-0 gewinnen können, aber 4-0 bin ich schon sehr zufrieden mit. Wenn jetzt auch noch die Einwechselkräfte sich da hervorgetan haben, wäre das eine sehr gute Sache. Geht jetzt natürlich jetzt nicht wirklich schnell voran, weil jetzt einen ganzen Auswechsel noch dazu kommen, dann stockt das Textmodus-Spiel ein wenig immer. Aber ich bin zufrieden, ganz ehrlich, ich bin zufrieden mit dieser Leistung. Rosinski geht auf dem rechten Flügel ab, wird von Bubala bedrängt, Schuss aus 20 Metern, aber der geht deutlich am Tor vorbei. Ja, der Rosinski ist im Abschluss jetzt nicht so wirklich stark. Ich rufe hier nochmal rein, super, damit die Jungs nochmal ein bisschen Moral kriegen. Gucken wir nochmal eben rein in die Mannschaft. Pertl zeigt eine gute Leistung auf linker Verteidiger. Bomheuer rutscht jetzt auch noch mal ein bisschen runter. Und das war's. Wir können hier 3 Punkte entführen aus Aalen. Haben ein souveränes 4 zu 0 geschafft. Das hätten wir vielleicht auch noch mal gegen SC Paderborn gebrauchen können. Ist jetzt aber egal. Wieder 3 Punkte. Heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen und zweiten Hälfte drehen wir richtig auf. Beide Ansprachen super. Valeri Domaschewski, bester Spieler, hat quasi hier Spielwillen und Hunger gezeigt, genau wie Jovanovic, der 3 Tore gemacht hat. Schöner Hattrick. Bosinski hat eine Vorlage gegeben. Schauen wir nochmal durch. André Hoffmann mit einer 1,5, Bomheuer mit einer 2,5. Super. Die Einwechselkräfte, okay, Brandy ist noch ein bisschen abgestürzt, aber Timo Pertl war gut dabei mit einer 2,5. Wir sind weiter vorne dran. 1860 München schafft es wieder an Hertha BSC vorbeizuziehen. Oben haben sie ein bisschen geschwächelt, also Lautern und Hertha haben, glaube ich, gegeneinander gespielt. Ne? Moment. Ja. Ne, haben nicht gegeneinander gespielt. Egal. Auf jeden Fall, Lautern versäumt es hier, einen Punkt gut zu machen. Wir alles noch sehr eng bei oben beieinander. Wir sind trotzdem weiter oben dran, schaffen mit dem 0 zu 4 auch nochmal ein bisschen was für die Tordifferenz. Punkte zu machen, es kann ja auch darauf ankommen. Wir sind aber in der Abwehr definitiv sehr sicher, wie man hier sieht, derzeit nur 11 Gegentore kassiert und sind die beste Abwehr. Sturm ist noch ein bisschen ausbaufähig. Bei Hamland weiß ich, wie es ausgeht. Beim Fußball habe ich keine Ahnung. Boah, wieder, oh Gott, wieder unglaublich philosophisch. Das Ziel muss jetzt sein, den Vorsprung noch auszubauen. Ja klar, den Vorsprung auf unsere Verfolger, Jovanovic und Brosinski. Warum denn Brosinski? Warum nicht Domaschewski? Gute Frage. Naja, also 2 Leute sind von uns drin in der Spieltagsaufstellung. Können Sie sich da nochmal vertun? Unsere Teamleistung war die beste Leistung in diesem Spieltag. Schauen wir uns nochmal die besten Spieler an. Jovanovic rückt jetzt ein bisschen weiter vor. Weiterhin vorne Benny Laut mit 14 Toren. Notenbesten Spieler ist Felix Wiedwald. Auch ein bisschen, er kommt wieder so ein bisschen voran. Vielleicht kann er sich dann nochmal ein bisschen hervortun. Als Torwart ist es natürlich ein bisschen leichter, gute Noten zu bekommen, wie man hier sieht. Und in den ersten 20 sind sehr viele Torhüter. Können wir dann gleich nochmal schauen, ob wir dann
auf jeden Fall anpacken. Da wollte das Fairplay nicht wirklich angehen. Gut, MSV Duisburg, ja, wir sind weiter im Fairplay vorne. Ob das jetzt irgendwelche Vorteile hat oder nicht, das ist auf jeden Fall gut, dass wir da wenig Sperren bekommen. Und wir sind in der FIFA World Player Gala. Gut, also die drei FIFA World Player Gala sind Sneijder, Messi und Rooney. Und Sneijder wird es überraschend. Oh. Hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher auf Messi getippt. Fertig, komm. Ruhe da. Angebot von Stefan Hennen ablehnen. Will ich eigentlich behalten. Mal gucken. Mannschaft der Woche. Brosinski ist drin und natürlich Jovanovic. Banjić ist wieder fit. Aber da zeigt derzeit Hoffmann, Lachaib und vor allen Dingen auch überraschenderweise Dustin Baumheuer gute Leistungen, muss ich zugeben. Die laufen gut da. Wird also schwer für den Bar jetzt da wieder irgendwie in die Spur zurückzufinden, weil wir da auch nicht wirklich ihm Zeit vielleicht gewähren können, wenn natürlich die drei anderen einfach so weiterhin solide Leistungen zeigen. Vielleicht können wir Bajic zu Wissen Schlüsselspielen nochmal installieren, weil er natürlich mit seiner Erfahrung vielleicht daraus raussticht. Müssen wir natürlich wieder hier alles einstellen vom Training her. Ich krieg die Krise. Es ist immer dasselbe. Ja, individuell müssen wir die Spieler auch nochmal ein bisschen angleichen. Haben wir hier 80%. 80, da auch nochmal 80%. Ja, 80, nochmal 80. Oh, da waren wir jetzt 70 drauf gekommen, will aber 80 haben. Gut, nächster Gegner, SSV Jahn Regensburg. Das wird das letzte Spiel in dieser Vor. Dieser Vor. Wollte ich irgendwas mit Vor sagen? Ich meine natürlich, letztes Spiel in der ersten Hälfte der Saison. Heißt, danach beginnt die Winterpause. Wir wollen vielleicht nochmal schauen, ob wir in der Winterpause nochmal irgendwelche Spieler ranholen. Ein gewisses Transferbudget haben wir. Eigentlich will ich da nicht wirklich was dran erinnern. Aber vielleicht können wir dann auch mal schauen, ob wir da vielleicht auch mal neue Kräfte rankommen können für die nächste Saison. Teamdynamik ist ziemlich runtergegangen, was ich nicht nachvollziehen kann. Keine Ahnung. Hä? Warum ist jetzt die Teamdynamik um 200 Punkte eingebrochen, grob? Also, das ist alles noch, also mit dem neuen Tool hier, ne, ist alles noch etwas sonderbar. Also, ganz ehrlich. Jetzt steigt die Teamdynamik wieder ein bisschen. Timo Pertl kann ich nicht. Jovanovic, ja, super letztes Spiel. Kann er da nochmal das mitgeben? Jetzt suche ich natürlich, wo ist er? Bosinski, wo ist er? Da. Wieso kann man dir das nicht sagen? Naja. Sagen wir da, oh, da bin ich schon wieder rübergekommen. So, Valeri Domschuski, super letztes Spiel. Gewinnt wieder zwei Moralpunkte. Da Silva, du hältst dich gut für dein Alter. 5 Moralpunkte. Er sagt, er ist ja keine 20 mehr, aber er hilft uns hier auf jeden Fall weiter mit seinen intelligenten Pässen. Ab und an. Gut. Was machen wir hier mit dir? Juan Schukalo kann man nicht wirklich reden. Julian Koch kann man was zu dir sagen. Berbarovic. Ja, komm, du trainierst sensationell. Borosinski. Ah, kann man nicht wirklich was sagen. Ich will jetzt ihm auch nicht wirklich eine schlechte Form oder so oder Moraleinbruch bei ihm provozieren, wenn wir da schlicht und einfach auch irgendwas Falsches sagen. SSV Jahn Regensburg haben wir in der ersten Hälfte oder im ersten Spiel besiegt. Hoffen wir natürlich hier, dass wir den 18., die sind abgerutscht anscheinend, konnte SC Paderborn sich ein bisschen hervortun und hocharbeiten. Hoffen wir natürlich, dass wir die Jahn Regensburg besiegen. Ist ein Heimspiel. Wäre schön, wenn wir da einfach nochmal 3 Punkte einfahren können.
gegen Jahn Regensburg. Denke, wird auch ein 3D-Match. Schauen wir mal rein. In die Mannschaft natürlich auch in die zweite Mannschaft, Rian Bekabaki. Warum der eigentlich die ganze Zeit so eine niedrige Frische hat, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Keine Ahnung, was hat denn der denn da für eine Ausdauer? Zwei? Echt? Ausdauer von so einer, was weiß ich was. Vom Stein. Vielleicht. Wobei der Stein ist natürlich sehr ausdauernd oder so ähnlich. Keine Ahnung. Zu Rakis, machen wir dir. Gut, da war kurzzeitig die Musik ein bisschen aus. Roland Müller hat derzeit eine Form von 14, aber kann natürlich da nicht einrücken, weil er einfach der Felix Wiedwald sehr, 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 sehr wichtig ist. Timo Pertl, was machen wir mit dir, Abdullah? Ja, gute Frage. Also machen wir das mal so, dass Abdullah jetzt mal nicht spielt. Dafür kommt der Wolze rein. Ringsburg mit 699 bewertet. Grün für uns. Also wir haben uns quasi in unserer Stärke auch langsam hochgearbeitet. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass wir langsam auch da mal gegen Dingsons kommen. Und unsere Mannschaft sieht sehr gut aus mit der Form, außer Goran Šukalo vielleicht. Stellt sich natürlich die Frage, Šukalo oder Koch? Vielleicht wegen Rotationsprinzip weiterhin Šukalo mal wieder spielen lassen. Ist natürlich jetzt alles dabei. Was machen wir mit dir? Ja. Spielen lassen oder nicht? Das ist eine gute Frage. Julian Koch. Das ist wirklich eine gute Frage. Er ist einfach jetzt nicht drin. Ja, also er rutscht so ein bisschen raus, weil die anderen drei Kräfte natürlich bessere Leistung zeigen und natürlich konstantere Leistung zeigen. Und wenn man natürlich verletzt fehlt, kann es natürlich sein, dass man so ein bisschen rausrotiert. So ist es leider. Zweite Mannschaft auch spielen lassen direkt. Ich will mir das Desaster einfach nicht da rauszögern. Jetzt verlieren sie schon gegen Hüls 2 zu 1. Mein Gott. Kriegen da auch gar nichts gebacken in der zweiten Mannschaft. Kriegen gar nichts gebacken da. Ehrlich. Scouting abgeschlossen. Ja, jetzt gucken wir uns das Desaster von der zweiten Mannschaft mal an. Alle schlechte Noten, bis auf Schöne und Lenz vielleicht. Göktimir auch noch, sorry, der auch noch. Und der Rest einfach, naja, naja, naja. Kriegt man die Krätze. Schauen wir die Ergebnisse mal rein. Ja. Ja, sind unten drin. Das läuft darauf hinaus, vielleicht da abzusteigen. So ist es. Die können vielleicht da nicht sich entscheidend durchsetzen. Ja, A-Jugend sieht gut aus, sind ein bisschen auf Aufstiegskurs. Stellt sich natürlich die Frage, ob wir das auch so bestätigen können. Zweite Mannschaft, B-Junioren, ich sage immer zweite Mannschaft, B-Junioren, sieht da auch gut aus eigentlich. Müssen natürlich auch da einfach mal irgendwann Talente ranholen. Und das nächste Spiel ist, wie gesagt, gegen SSV Jahn Regensburg. Ich denke, wir können die Aufstellung so lassen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir sehen uns da gleich in der nächsten Folge wieder.